bedanke mich sehr für den 45. Abonnenten. Und damit herzlich willkommen zum Let's Play Teil 45. Also was ich dann sagen würde ist, im Moment ist es ja so, dass ich pro Abonnent ein Let's Play Teil mache. Also beim normalen Let's Play. Ich habe ja noch viele andere Let's Plays. Sonst müsste ich nämlich ganz normal immer stoppen machen, bevor wir ein Abonnent kommen. Weil einfach bei mir zu wenig Abonnenten kommen. Und ich werde erst einmal die Schankweite auf 6 runtersetzen, damit nicht so am Stocken ist, also nicht am Lecken ist. Hier bin ich auf Level 31 angekommen. Guck mal kurz, wie es jetzt da hinten aussieht. Da ist noch nichts fertig gewachsen. Da sollte ich erstmal zumachen, damit die Kuh da nicht rein kann. Weil das wieder zumachen vergessen. Da ist das Haus. Alles schön hier zugebaut. Hier ist eine Höhle. Das ist für den jetzt 45. Abonnenten gedacht. Vor allem für den. Das ist das einzige Let's Play, wo ich kein Erz auf maximal gestellt habe. Aber ich hätte sonst eine Idee, ein Let's Play Eisen und einen Let's Cut Weiß 4 zu machen. Junge, was war das denn? Wo kommt der denn her? Hä? Wo kommt das denn gerade her? Verstehe ich nicht. Jetzt grab einfach mal hier weiter. Spitzhacke habe ich ja noch eine neue. Fackeln habe ich 30 immerhin noch. Skelett. Klingt ihm nicht gut. Da ist nichts. Mein eigener Gang. Ich grab hier einfach mal ein bisschen weiter. Ob ich gleich mal ein bisschen Eisen oder Redstone oder Diamant. Ah, das ist wieder der eigene Gang. Aber es scheint kein Rohstoff hier in der Sicht zu sein. Eisen, ne? Da ist Eisen. Gerade wenn ich das sage, dass kein Rohstoff kommt, natürlich keiner. Und zwar Eisen. Da ist wieder ein bisschen Eisen da. Aber ich will ja Diamanten haben. Ich bin jetzt hier auf Grabe auf Höhe 15. Kohle brauche ich nicht unbedingt. Ich kann ja auch Holzkohle züchten. Und die Spitzhacke ist kaputt. Habe ich aber noch eine zweite Eisenspitzhacke. Eisenschwert habe ich natürlich auch wieder ein neues. Habe ich mir alles schon mal neu angelegt. Für Lava. Überhaupt nicht in die Lava rein. Aber hier habe ich schon ein bisschen gegraben. Hier ist eine Höhle, die ich mal gefunden habe. Da ist auch noch ein bisschen Eisen. Zombie.
So laut auch noch. Scheint hier direkt in der Nähe zu sein. Wir sind ziemlich laut im Moment. Dann von oben zu kommen. Oben. Hat er eher von da zu kommen. Sind sogar mehr Zombies. Kann das sein, dass das ein Dungeon ist? Immer von da. Da ist schon mal Erde. Guck mal, das ist ein Verdacht hier. Hin. Flying Cactus Back of Phoenix. Vielleicht hier möchte ich gerne auch mal in einem seiner Videos aufgenommen werden. Vielleicht kommen dann auch ein paar mehr Abonnenten. Also ich wenn sie dann feststellen, dass derjenige Kanal jede Menge Videos hochlädt. Das mache ich ja auch. Kommen die her. Kommen die wieder von rechts. Schwer die Zombies zu finden. Kann die ja von dort kommen. Von dort. Oh, jetzt kriegen die von direkt über mir. Sie so ein paar Blöcke über mir sein könnten. Da fällt schon mal Kies runter. Weil die bin ich jetzt immer näher rangekommen. Wow. Ich muss sie noch mal finden hier. Jetzt kommen die von da. Jetzt ist da noch ein Eisenerz. Jetzt scheint die irgendwie in der Richtung zu kommen. Da sind die ja. Endlich gefunden. Ausleuchten. Ein Zombie und ein Creeper. Warte, sonst noch was? Ich bin noch weiter runter. Und wieder Kies. Ich soll das Kies wegbuddeln hier. Stört nämlich. Da ist schon wieder Eisen. Ich krieg ja viele positive Kommentare, aber die Aufrufe kommen nicht wirklich. Da ja noch rum. Lapis Lazuli, Wasser, Zombie und da zwei sogar. Brennende Lava. Wasser hier ein bisschen abbauen hier.
Aber ist hier sonst irgendwie diamantmäßig was? Hier am Lavasee. Eine Spitzhacke ist auch gleich vorbei. Oder am Ende, nicht ab vorbei. Über Lava. Ich bin wieder meinen eigenen Gang zurückgekehrt. Hier ein bisschen mehr von der Lava sichern. Nicht direkt in die Lava reinfällt. Da ist gerade wieder Unterwellen worden. Und da reagiert auch noch der Rat, wie im Zimmer ist. So, wie viele Minuten will ich jetzt noch aufnehmen? 11 Minuten habe ich jetzt. Jetzt habe ich gerade das Aufnahmeprogramm woanders hingesetzt. Es wird bestimmt Nacht sein, wenn ich jetzt oben rauskomme. Zumindest die Version, die ich spiele, ist die 1.8.1.3.2. Das ist jetzt eine Version, die anscheinend heute oder gestern oder so erschienen ist. Heute, glaube ich. Die 1.8.1.3.2. Habe ich mir jetzt direkt geholt. Ich glaube, hier müssten auch mal ein paar Schienen hin. Dafür brauche ich eigentlich mehr Gold. Ich habe jetzt Eisen zumindest mitgenommen. Oh, was ist das denn hier? Das war auch ein bisschen verbuggt. Das war ja so eine Höhle, die... Da habe ich auch gewundert, dass es dann zwar Slime, weil da auch Slimes drin gespawnt sind. Bei Part 20 oder 21 war das. Wie sieht denn jetzt hier aus? Das ist mitten in der Nacht bei einem Halbmond. Da läuft ein irriger Zombie rum. Und das Schwert kann noch 20 Schläge ausführen. Und die Tür sind noch nicht gewachsen. Dauert noch ein bisschen. Ist denn Slime gespawnt? Nein, noch nicht. Die spawnen ja auch nicht unbedingt immer. Da konnte ich Wolle züchten. Vielleicht könnte ich hier noch zwei Fackeln. Lässt sich nicht mal loswerden. Sieht ja auch aus. Wir haben jetzt hier die Melonen und Kürbisse alle da abgraben mal. Mitten in der Nacht hier. Es ist ja jetzt Mitternacht. Kann das automatisch in der Nacht wachsen. Das ist immer ein stetiges Nachholbedarf. Weil in 2 Wochen ist ja Halloween, dann kann ich ja mit den Kürbissen vielleicht mal was machen. Ich will das Schwert noch aufbrauchen. In Entdeckung gehen. Haben nichts gedroppt außer EP-Erfahrung. Die Fu lasse ich in Ruhe. Oder ich habe noch 10 Durability-Werte, das heißt, das könnte ich so in Ruhe lassen. Na, ich glaube, die Nacht lohnt sich jetzt nicht mehr zu überschlafen, weil der Mond geht auch schon wieder unter. Es ist um 4 Uhr in der Früh. Hier habe ich ja auch schon Fackeln gesetzt, damit hier auch nachts nichts spawnt. Weil hier alles erhellt, was mir dann gehört, als Flächenmäßig. Wohl hier fehlt noch ein bisschen die Helligkeit. Hier muss ich einfach wieder Helligkeit machen. Wieder ein Zuckerrohrstückchen.
Aber übrigens, dass ich jetzt sportlich mäßig, dass ich auch zum Beispiel morgen wieder machen muss, ist Boseln. Ich bin ein Boser, wenn die Jugend B. Weil die Jugend B ist ja ein Jahr, dass man 14 wird und das Jahr, dass man 15 wird. Das ist dann in der B-Jugend. Jetzt bin ich im zweiten Jahr, ich werde also 15. Jetzt laufe ich erstmal zurück. Diesen Part habe ich jetzt erstmal. Oh, ein Creeper oben auf dem Dach. Ein Creeper oben auf dem Dach. Vielleicht kann ich den hier runterlocken. Oder habe ich einen Bogen hier? Einen Bogen habe ich nicht, aber ich muss den Creeper von da oben untertreiben. Bogen, 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 Bogen. Wo habe ich denn hier einen? Hier ist einer. Und dann habe ich noch Pfeile, habe ich ja auch noch ein bisschen, oder? Da liegen die anscheinend nicht. Da auch nicht. Da liegen die sowieso nicht drin. Da war ich Pfeile. Die bin ich aber nah am Creeper ran. Na, ich glaube, jetzt traue ich mich nicht mehr raus. Ich will erstmal hier. Wo habe ich denn meine Pfeile drinne? Ein Smaragd habe ich sogar. Hier habe ich doch irgendwo. Da habe ich noch 5. Draußen gucken, wo der Creeper ist. Wo ist er denn? Brauche ich nicht mehr hier hoch. Da ist er noch oben drauf. Ein Fehler gerade. Der Creeper ist irgendwie runtergefallen. Lebt er? Ja, der lebt noch. So, den Creeper noch erfahren. Jetzt habe ich ihn bekämpft, den Creeper. Kürbisse habe ich Nummer 14, hier habe ich 24 Kürbisse und jetzt nochmal über den Stack Melon. Wow, ich habe auf die Eisen habe ich auch wieder einiges gekriegt hier. 28 Eisenerz. Und 2 Gunpowder-Dinger. Wo heißt das Gunpowder? Hier ist das Gunpowder. Nochmal 2 weitere gekriegt. 26 Schleimbälle habe ich schon, da habe ich noch irgendwie Rüstung bekommen. Weizen. Weizen 31 brauche ich gerade nicht. Was brauche ich denn sonst? Nee, das ist noch hier gebratenes Hammelfleisch, aber ich züchte hier die Steaks. Aber die sind auch schon bald aufgebraucht, die Schaufeln. Kies brauche ich gerade nicht, das packe ich hier rein. Hier kommt immer das ganze Holz rein. Und hier ist ja auch den Grund angegeben, warum ich nach Part... Boah, hier ist ja nur Stein und Erde drin, also jede Menge Erde drin. Den Grund angegeben, warum ich nach Part 60 wieder nach Holz, oder 55 Holz, brauche ja hier diese Setzlinge dafür, die fehlen mir. Jetzt ist hier das Eisen schon wieder am Arbeiten. Habe ich immer Gold. 32, das ist schon eine Menge. 32 Goldbahnen, da habe ich doch genug Gold, um vielleicht mal ab der nächsten Runde dann... Ah, ich brauche Redstone auch noch dazu. Redstone hier. Und da will ich mir erstmal... 18, das sind 3. Also erstmal mit 18 Powered Whales, erstmal. So. Mehr Gold brauche ich erstmal nicht. Jetzt bleibt also noch 14 übrig. Aber ich brauche auch noch ein bisschen Eisen, ich brauche mir auch noch. Etwa so ein 64er Stack voll würde reichen. Natürlich so. Oh, jetzt 20 Minuten, aber ich mache an diesem Part. Und da will ich hier
mit den 18 Powered Whales hier einen hin. Deshalb verziehe ich hier nur normale Whales hin, damit man schnell nach unten kommt und wieder nach, vor allem nach oben kommt. Aber man kommt eben auf dem Wege auch schneller runter. Dann soll er immer hier sein. Wie der Zombie war. Oh, ich werd, na, Holz habe ich leider nicht. Hätte ich mitnehmen müssen. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich glaube, ich brauche noch mehr. Komme ich nicht hoch. Sollte nochmal erstmal hier eine weitere also noch mehr Powered Whales machen. Die reicht nicht aus, die ich hatte. Und außerdem brauche ich Holz. Nehmen wir hier das Schwarzeichenholz mal mit. Ich brauche nämlich einige Redstone-Fackeln dafür. Müssen wir alle aufbrauchen hier. Drei Powered Whales bleiben auch erstmal anfangs übrig, aber ich muss sie wahrscheinlich nochmal verteilen hier. So, alles falsch. Redstone-Fackeln hier hinsetzen. Die reichen bestimmt noch nicht mal ganz. Weil die Schienen müssen ja dauerhaft an sein. Nur Redstone brauche ich sowieso erstmal nicht so. Aber eine Fackel zu viel. Ah, ich brauche noch einen. Ein Minecart. Ja, Minecart brauche ich auch noch eins. Jetzt ziehe ich direkt mal hier eine Werkbank hin. Testen, ob das geht. Ja, es klappt, ey. Man kommt schnell hoch. Man kommt schnell hoch. Und runter muss ich das jetzt so ein bisschen auch noch machen. Muss ich natürlich hier für das hier drunter powern. Ja, das powert. Muss jetzt nur noch hier Schwarzeichenholz rein. Das sieht ein bisschen optisch ein bisschen besser aus. Und jetzt nochmal runter. Damit hoffe ich mal, dass der Part euch gefallen hat. Dann zeigt das Video mit dem Daumen nach oben. Vor allem dafür, wer sich abonniert. Dann teilt das Video, kriege ich sowieso mehr Abonnenten. Und Aufrufe, Likes und auch favorisieren. Weil ich einfach in den letzten 30 Tagen kein Favor habe. Kann ich auch noch in den Analytics noch zeigen, dass ich die nochmal als extra Video hochlade. Und damit auch Aufrufe mehr Favors zu bekommen. Und ein Abonnieren würde mich sowieso freuen. Bis Tschüss und dann bis
zum nächsten Part, zum nächsten Abonnenten. Bis dann.